Das Galaxy S3. Vor wenigen Tagen am 3. Mai wurde es nun offiziell vorgestellt. Vorgestellt wurde es auf dem Unpacked Event in London. So, hier haben wir noch mal ein Bild, das vor wenigen Monaten mal gezeigt wurde, und zwar so ein paar Gerüchte. Hier steht jetzt zum Beispiel noch Mai, der 22. ist natürlich falsch, da es ja am 3. Mai vorgestellt wurde. Okay, hier haben wir dann die nächsten Gerüchte, ein paar Bilder, wie es vielleicht aussehen sollte. Ja, hier oben links, das sah mit am ähnlichsten, finde ich, aus. Hatte noch Ähnlichkeiten mit dem Galaxy S2. Und ja, hier rechts, das ist ein Fotomontage, denke ich mal, bei dem man hier noch diese drei Touch-Tasten hinzugefügt hat. Natürlich das Display auch wieder größer. So, dann haben wir hier unten links noch so ein. Das ist schon ziemlich ähnlich zum neuen Galaxy S3. Hat natürlich noch ein paar. Naja, wie sagt man, ein bisschen anderes Design. Da hier oben in dem schwarzen Gehäuse der Lautsprecher verbaut ist. Aber es sieht schon ziemlich ähnlich aus. Und hier hätten wir dann nochmal auch eins aus den Gerüchten. Ja, so, hier haben wir dann nochmal ein Plakat, das vor wenigen Tagen noch im Internet zu sehen war. Und zwar war das hier eine Einladung für das Unpacked Event in London. Und ja, es wurde live übertragen. Und 20 Uhr ging es dann los. Zumindest hier in Deutschland. Auf dem Plakat sieht man hier natürlich, dass es 19 Uhr begonnen hat. Kann jetzt nicht genau sagen, da ich nicht da war. Aber vielleicht wart ihr ja da. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. So. Und so sieht es dann aus. Ist jetzt hier noch ein bisschen verschwommen. Aber wir sehen hier schon mal das richtige, offizielle Samsung Galaxy S3. Zu den technischen Daten werde ich gleich noch etwas sagen. Genauso wie zum Design. Ja, das machen wir doch gleich als nächstes. Und zwar. Nein, das war's nicht. Das zeige ich euch später. Oder? Nee, ich kann es euch eigentlich auch gleich zeigen. Hier haben wir nochmal, wenn wir bei irgendeiner Suchmaschine Galaxy S3 eingeben, zum Beispiel jetzt hier bei Bing, sehen wir hier mal noch ein paar Gerüchte, sage ich mal, wie es ausgesehen hätte. Vielleicht ausgesehen hätte, so rum. Ja. Falls es euch interessiert, könnt ihr es euch gerne nochmal angucken. Gibt da etliche Bilder. Ja, so. Dann schauen wir uns erstmal hier nochmal das Galaxy S3 nochmal etwas an. Ja, Display. Sieht ziemlich gut aus. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal die technischen Daten noch ein bisschen vorlesen. Erstmal was zur Größe, zur Abmessung. Es ist 136,6 mm lang. Also, ja, lang, so hier. Kann ich jetzt nicht ganz genau zeigen, da
das Bild jetzt etwas größer ist, aber ich hoffe, ihr erkennt das. Es ist 70,6 mm ja, breit und 8,55 mm dick oder dünn. Ja, das Galaxy S2, also haben wir hier gleich mal einen direkten Vergleich. Das Galaxy S2 hatte eine Abmessung von 124 mm in der Länge, 66 mm in der Breite und es war 9 mm dick oder ja, beziehungsweise dünn. Und falls es euch noch interessiert, das iPhone 4S ist oder war 115 mm lang, 59 mm breit und 9 mm dick. Ja, dann kommen wir eigentlich auch gleich mal zum Gewicht. Dadurch, dass es aus Plastik ist und ja, ziemlich ja, gutes Plastikgehäuse, sag ich mal, da kommt man dann halt auf ein Gewicht auf 133 Gramm. Also zum Beispiel ist es jetzt beim Galaxy S2 etwas schwerer geworden, denn das Galaxy S2 hatte nur 116 Gramm, aber das liegt dann wahrscheinlich auch mit an der Größe. Dazu aber später noch gleich etwas mehr. Ja, und das iPhone 4S hat, ja, es wiegt 140 Gramm. Ist natürlich dann auch wieder schwerer durch das Glas und so weiter. Und ja, man will ja natürlich auch keinen Glotz tragen, sag ich mal. Da sind die 133 Gramm vom Galaxy S3 schon okay. Also die paar Gramm, die es beim zum Vergleich zum Galaxy S2 sind, jetzt nicht so schlimm. Falls ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr diese gern in die Kommentare schreiben. Ja, zu den Netzen könnte man noch sagen, es unterstützt LTE, aber leider wahrscheinlich nicht in Deutschland. Es hat HSDPA Plus und Quadband GSM, was eigentlich die meisten Smartphones auch haben. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu einem wichtigen Punkt, das Display. Wie man hier auf dem Foto erkennt, es sieht ziemlich gut aus und es ist auch ziemlich groß, und zwar 4,8, also sagen wir mal 4,7 bis 4,8 Zoll, so in der Drehe, sag ich mal. Und es ist ein Super AMOLED Display. Es hat eine Auflösung von 1280 Pixel in der Länge und es hat 720 Pixel in der Breite. Ich finde, das große Display wäre ziemlich cool oder ist auch ziemlich cool, aber was mich halt dann stört, aber dazu vielleicht später noch etwas mehr, ist dann das Design. Denn wenn man nur das Display nehmen würde, wie beim Galaxy Nexus, und dann halt in diesem riesigen Design auch noch die Tasten hier vielleicht verbaut hätte, also im Display, dann im Betriebssystem die drei Tasten oder vier Tasten halt, dann wäre das vielleicht praktischer gewesen, da es wieder etwas von der Länge eingespart hätte. Ja, ist jetzt meine Meinung, aber vielleicht findet ihr das auch anders. Vielleicht gefällt euch auch das Design jetzt. Aber zum Design halt nochmal später etwas mehr. Das war jetzt erstmal nur das Display, die Größe.
Ist vielleicht ein bisschen zu groß. Wer ein Galaxy S2 in der Hand hatte, 4,3 Zoll, der wird das dann auch schon merken. Das ist, naja, wie es vielleicht einige gern sagen, ein Klopper ist. Also, die vielleicht jetzt schon mal ein Galaxy Note hatten, es ist halt kleiner als das Note, aber es ist halt schon gewachsen im Vergleich zum Galaxy S2. Und ja, das iPhone 4S kann man eigentlich vom Display her mit diesen riesigen Giganten gar nicht vergleichen, denn es hat ein 3,5 Zoll und Zoll Display natürlich, und ja, das kann dann eigentlich mit dem S3 und dem S2 nicht so wirklich mithalten, da diese wirklich schon über 4 Zoll besitzen. Ja, das Galaxy S2 hat eine Pixelauflösung von 800x480, also ein bisschen weniger als das S3. Natürlich ist das S3 dann auch wieder größer, aber von der Pixeldichte dürfte es ungefähr gleich sein. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es genau wisst. Ja, vom Speicher her, sage ich mal, ist es sehr gut, denn es besitzt drei Varianten. Man kann die Variante mit 16 GB auswählen, die Variante mit 32 GB oder, was jetzt neu ist, die Variante mit 64 GB. Und zusätzlich zu diesen drei Varianten ist das Coole, man kann nochmal eine Micro-SD-Karte hineintun. Und die Micro-SD-Karte kann wahrscheinlich, oder ja, kann dann bis zu 64 GB haben. Ja, ich hoffe, dass diese Daten stimmen. Also, kann dann euch auch nochmal die Quellen zeigen, wo ich das her habe. Es kann natürlich sein, dass die Reporter auch Fehler gemacht haben, ich weiß es nicht, aber es scheint schon ziemlich realistisch. Da ist ja jetzt, ich glaube, letztes Jahr gab es schon MicroSD-Karten mit 64 GB, aber dort wurden sie halt letztes Jahr noch, glaube ich, bei nur ganz wenigen Smartphones unterstützt, und ja, das S3 unterstützt das halt nun, was jetzt, finde ich, ziemlich cool ist. Da man da ziemlich viele Filme, Musik und Spiele drauf machen kann. Zum Vergleich zum Galaxy S2. Das S2 konnte nur in der 16 GB Variante ausgewählt werden. Also ich kann mich noch erinnern, dass es, glaube ich, mal eine 32 GB Variante geben sollte. Ich weiß aber nicht, ob es die nun gibt. Ich glaube es nicht. Und das S2 konnte halt auch per MicroSD-Karte erweitert werden. Also der Speicher. Ja. vom RAM gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das S3 hat 1 GB RAM und das S2 auch. So. Ja, der Prozessor. Was ziemlich cool ist, es hat einen 1,4 GHz Quad-Core Prozessor. Der Prozessorname heißt Exynos 4412. Also Quad-Core finde ich ziemlich cool für so ein kleines Gerät, so ein kleines Smartphone. Was das dann für Power leisten wird, da bin ich ziemlich gespannt. Meint ihr, dass Quad-Core reicht? Findet ihr Quad-Core übertrieben? Schreibt es in die Kommentare. Denn Quad-Core, das bringt natürlich auch dann wieder Vorteile, zum Beispiel, dass es Energie spart. Da dann eben mehr
Also da das dann eben weniger ausgelastet wird. Da dann halt die Prozesse besser verteilt werden können. Ja, da war natürlich auch beim Dual-Core so, aber beim Quad-Core ist es halt dann vielleicht noch ein bisschen besser. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen, ob es sich auch gelohnt hat. Ich denke es schon. Ja, falls ihr es noch wissen wollt, das iPhone 4S hat einen 800 MHz Dual-Core Prozessor Apple A5 und das S2 hat einen 1,2 GHz Dual-Core Prozessor. Also es ist schon ein größerer Unterschied zum S2. Ja, wie ihr hier schon auf diesem Bild sehen könnt, es hat eine TouchWiz-Oberfläche und zusätzlich, ja, das ist halt schon zusätzlich von Samsung mit drauf installiert. Und das richtige System ist Android und da kommt auch das aktuellste und zwar Ice Cream Sandwich 4.0.4. Beim S2 gibt es nun auch schon das neue Update auf Android Ice Cream Sandwich. Und ja. Was kann man noch so sagen? Vielleicht noch ganz kurz zum Display. Es ist eine. Also, es löst in einer sehr guten HD-Qualität auf. Wie ich schon vorhin sagte, mit der Pixelzahl. Also, man kann dann auch wirklich gut HD-Filme anschauen. Ja. Schauen wir mal weiter, was man noch so für schöne Bilder haben. So, wir haben jetzt mal hier von chiponline.de noch ein paar Bilder. Also sind nicht von uns, aber ich möchte euch halt gern mal zeigen. So, hier haben wir die Rückseite. Und da gibt's halt auch noch ein paar Veränderungen mit der Kamera. Ich sag mal, die Kamera löst zwar nur, sag ich mal, in 8 Megapixeln auf, aber es gibt halt doch einige neue Funktionen. Zum Beispiel gibt es nun einen Burst-Modus. Mit diesem Modus kann man 20 Bilder mit einer Rate von 3,3 Schnappschüssen pro Sekunde aufnehmen. Also ziemlich cool, wenn man ganz viele Bilder in wenigen Sekunden schießen möchte. Also ungefähr 3 Bilder pro Sekunde, wie ich eben schon erwähnte. Ziemlich cool. Und ja, was könnte man noch so sagen? Natürlich wird es wahrscheinlich auch wieder Full HD Videos aufnehmen können wie beim Galaxy S2. Also ja, macht es auch. Sagen wir es mal so. Ist er jetzt schon draußen? Und ja, es gibt auf jeden Fall eine schnellere Reaktionszeit. Und man kann, während zum Beispiel, wenn man ein Video dreht, kann man auch nebenbei noch Bilder schießen. Die ein oder anderen werden das schon vom HTC kennen. Zumindest von der HTC Reihe One. Dort gibt es diese Funktion auch schon. Ja, wie findet ihr das?
lohnt es sich, nebenbei noch Bilder zu schießen während des Videodrehs, oder sollte man es lassen? Ist diese Funktion praktisch? Oder lohnt es sich, 3 Bilder pro Sekunde zu machen? Ihr könnt das alles gerne in die Kommentare schreiben. wir haben hier unseren Lautsprecher, unsere LED. Also ohne LED wäre es schon ziemlich blöd, wenn man nachts mal Bilder aufnehmen möchte. Kann natürlich keine richtige Kamera ersetzen, aber für zwischendurch wird es sicher, wie bei allen anderen Smartphones, auch reichen. Hier unten sehen wir dann noch unseren Micro-USB-Anschluss, hier unseren Lautstärkeregler, hier haben wir unsere Sleep and Wake, beziehungsweise den Anschalter, hier oben unseren 3,5 mm Klinkenanschluss, und ich glaube, das war's auch soweit. So, schauen wir mal weiter. So, was auch noch ziemlich neu ist, ist die Frontkamera. Natürlich ist die Frontkamera, gibt sie schon etliche Jahre, sag ich mal. Aber das Neue ist an dieser Kamera, dass es, dass man Bilder mit bis zu 1,9 Megapixeln schießen kann. Also besser als vorher. Und ja, dann könnte man das auch richtig für Selbstporträts nehmen. Und es erlaubt nun auch eine Videoaufnahme in HD, und zwar 720p. Und das würde dann auch gute HD-Videochats erlauben. Hier haben wir dann auch wieder unseren Lautsprecher bzw. die Hörermuschel. Was gibt's noch so Schönes? Wir haben ein weiteres Feature, und das ist das Smart Stay. Besser gesagt, die Smart Stay Technik. Mit dieser Hilfe, also mit dieser Technik und mit Hilfe der Frontkamera, erkennt das Smartphone, ob der Nutzer seine Augen auf das Display gerichtet hat oder auch nicht. Und je nachdem, wo der Benutzer sich eben befindet, ob er direkt drauf guckt oder eben nicht, je nachdem wird dann halt auch die Beleuchtung geschaltet. Also ein oder aus. Wie findet ihr diese Technik? Lohnt es sich, um Energie zu sparen? Oder ist es sinnlos? Schreibt es in die Kommentare. Und im Gerät befindet sich dann noch Bluetooth 4.0, also die Datenübertragung läuft dann per Bluetooth 4.0 oder auch per NFC. Wir haben auch einen stärkeren Akku verbaut, und zwar hat dieser nun 2100 mAh. Ist natürlich irgendwie klar, dass der Akku viel stärker sein muss als beim Galaxy S2. Dieser hatte 1650. Und ja, wieso sage ich jetzt, dass der stärker sein muss? Natürlich ist jetzt das Display größer, und das verbraucht dann natürlich auch wieder mehr Akku. Hier sehen wir einmal den Akku.
ist natürlich auch wieder ein Stück gewachsen zum 1650 mAh Akku, da er jetzt auch größer ist. Und ja, hier unten sehen wir den SIM-Karten-Einschub und hier den MicroSD-Karten-Einschub. Ja, hier nochmal die Kamera, den Lautsprecher und die LED. Der Akku ist eigentlich, ich denke mal, dass es ausreichen wird. Das Galaxy Note hat, glaube ich, 2500 mAh, also es ist halt ein Stück schwächer, sage ich mal, als das eben vom Galaxy Note, aber eben auch stärker als beim Galaxy S2. Und im Vergleich, das iPhone 4S hat nur 1432 mAh. Ja, das Gerät besitzt auch GPS für Navigation und sonstige Spielereien, was man eben gerne mit GPS alles macht. Ja, was gibt's noch so zu sagen? Der Marktstart des Smartphones ist am 28. Mai. Kann natürlich sein, dass es sich ein paar Tage verspätet, aber der offizielle Marktstart ist am 28. Mai. Könnte natürlich auch noch einen Tag sich verschieben, am 29. Mai oder einen Tag früher, glaube ich aber nicht. Also in einem knapp halben Monat, sage ich mal, wird es dann auch schon auf dem Markt sein. Und der aktuelle Preis liegt bei 600 €. Das wird natürlich dann auch wieder sinken im Vergleich. Das S2 kostet jetzt ungefähr 390 € und das iPhone um die 600 bis 700, je nach Speichergröße oder Speichervariante. Ja, hier sehen wir einmal nochmal den Akkudeckel. Ziemlich biegsam. Finde ich eigentlich auch okay. Plastikdeckel. Wie findet ihr das? Ist Plastik okay? Ist es billig? Was meint ihr? Also ich finde, ja, es ist zwar nicht so edel wie Glas oder Metall, aber Plastik ist halt, hat auch was Gutes, finde ich. Zum Beispiel kann man den Deckel zum Beispiel mit einer anderen Farbe kaufen, kann diesen auswechseln. Und falls mal der Deckel zerkratzt, kann man ihn einfach auswechseln. Also es hat schon ein paar Vor- und Nachteile, sag ich mal. Ist zwar auch ziemlich biegsam, ist jetzt auch wieder vielleicht ein Vorteil. Die einen sehen es als Nachteil. Aber alles hat halt eben seine Vor- und Nachteile. Ist halt so. Ja. Ja, der Preis wird wahrscheinlich dann auch wieder sinken. Ich denke mal, in den nächsten Monat wird es sich erstmal zwischen 600 und 550 Euro handeln. Und dann die nächsten 3 bis 4 Monate vielleicht so bei 500. Und ja, danach wird das erstmal so um die Dreh bleiben. Und ja, bei 400 € wird es wahrscheinlich dann auch wieder so ungefähr sein, wenn der nächste Nachfolger rauskommt. Ja. Also der Preis sinkt natürlich, so wie bei allen Smartphones. Und ja, vielleicht noch das erste Galaxy
S gibt es jetzt ungefähr bei 300 Euro. Vielleicht noch zum Galaxy S. Ja. Das gibt es ja jetzt nur noch ganz wenig. Denn das Galaxy Plus, also das etwas bessere Galaxy S, also das Galaxy S Plus hat, oder sag ich mal, kostet 280 bis 90. Und ja, immerhin auch eine gute Alternative, wenn man jetzt keine 600 Euro für das Galaxy S3 ausgeben will. Und da kommt eigentlich auch schon die nächste Frage: Wollt ihr euch das Galaxy S3 kaufen? Wollt ihr es euch gleich am Marktstart holen oder wollt ihr noch ein paar Monate warten, bis sich der Preis eingependelt hat? Wie ist eure Entscheidung? Wollt ihr es euch holen oder wollt ihr auf den Nachfolger warten? Oder wollt ihr den Vorgänger kaufen? Da dieser jetzt bei 400 Euro ist und ja, es ist auch schon billiger als vorher. So, jetzt nur noch ganz kurz was zum Design. Wie findet ihr das abgerundete Design? Entschuldigung. Also ich finde es persönlich, es passt irgendwie nicht so richtig. Wenn ihr das Galaxy Nexus kennt, ich kann es ja auch nochmal hier schnell eingeben. So, das lädt jetzt ganz kurz. Ja, beim Galaxy Nexus finde ich es halt besser, dass es nicht so ein... Es hat auch so ein bisschen abgerundetes Design, aber beim neuen Galaxy S3 finde ich, passt es irgendwie nicht so richtig. Denn das größte Problem, was ich jetzt am Galaxy S3 gar nicht mag, sind die drei Tasten hier unten. Ist natürlich jetzt meine Meinung, wie findet ihr das? Passen die drei Tasten noch hier in dieses riesige Smartphone herein oder sollte man diese wirklich dann auf das Display machen, also in das System hinein, wie beim Galaxy Nexus? So, hier haben wir mal das Galaxy Nexus. Also hier ist es auch abgerundet wie beim Galaxy S3, aber ja, es ist halt eben blöd, dass man noch diese Tasten hat. Und das macht halt wieder das Smartphone länger. Und bei so einem riesigen Display und dann nochmal diese drei Tasten, das, ich weiß nicht, es gefällt mir irgendwie nicht. Sonst finde ich, die Hardware ist vom Feinsten. Da könnte man eigentlich jeden nur dafür raten. Denn ja, ein besseres Smartphone gibt's bis jetzt, ich glaube, nicht. Also ich glaube, das HTC hat noch Quad-Core, aber ich glaube, es ist ein bisschen schlechter. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich habe jetzt hier schon 30 Minuten rumgequatscht. Wie ist eure Meinung? Kann man das Samsung mögen? Wollt ihr es mögen? Soll man es nicht mögen? Wie findet ihr das Design? Wie die Hardware? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Und das war's eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.